Buenas dias, buenas tardes, buenas noches. Zu einer neuen Folge von Let's Play Tropico 5 und meine wirklich ein großes stehendes Heer, oh, um seine Gott. Unabhängigkeit Stimme. Zu schützen? Liebe statt Kriege, sage ja. ich diesen Kriegstreibern immer. Und wenn wirklich jemand zeigen will, was er drauf hat, sollte er hier in der Jolly Roger vorbeikommen und versuchen, mich beim Armdrücken zu besiegen. Ich hätte diese Zeit, ich glaube, was kommt von der Zeitung, oder? Seit ich die Zeitung erforscht habe, habe ich diese blöde Labertante, Entschuldigung. Verfassung, was? Okay, Wahlrecht. Ja. Effekt, weniger Wähler, ein bisschen reicher Wohlstand. Reiche Bürger, säkulärer Staat, ne. Da muss ich ganz viele Kirchen bauen, da hab ich keinen Bock drauf. Keine Ausbildung, Wehrpflicht. Ich habe das gerade übersprungen, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Es gab so ein kurzes Intro-Video gerade, wo meint, dass Isla Rojo uns den Krieg erklärt hätte. Deshalb nehme ich mal Wehrpflicht. Ich spiele das so wie eine Echtzeitstrategie. Also wir werden zu Command & Conquerors. Effekt, Teilspieler, Daten. Nee, Wehrpflicht. Aber das habe ich auch gerade Gebildet, die haben im Stehen und hier. Der Sold und Unterkunft. Verpflichtet als Kämpfer der Staat gegen alle und jede Form von Invasion, Rebellion und Putschstaatsreich zu verteidigen. Ja, Miliz. Okay, habe ich das jetzt. Und jetzt muss ich es noch zeichnen, wahrscheinlich hier, oder? Kirche und Staat, das kann ich auch noch. Ach so, das. Ach, hier kann ich das ändern. Ja, komm, das ist ein bisschen überholt. Also wir waren, sagen wir, Miliz und bei Wahlrechten sagen wir, boah, weniger Wähler basieren auf chauvinistischer Diskriminierung. Ja, komm, dürfen alle wählen. Das ist ja ganz nett hier. So, zeichnen. Entschuldigung. Eine feindliche Beobachtung. Angesichts der Nachricht, dass unsere Bevölkerung nun 100 Insulaner erreicht hat, macht es mich traurig, dass es mindestens 2 Leute in Tropico gibt, die noch nie einen Fuß in die Jolly Roger gesetzt haben. Ihr zwei brecht mir das Herz. Habt ihr mich denn gar nicht lieb? Schaffe ich das noch irgendwie hier zu bauen? Ich schätze nicht. Ich mach mal hier einfach so, zack. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Bis die Türmchen gebaut sind, ist der Markt wahrscheinlich verlaufen. Da will ich vielleicht noch irgendwas anderes hinbauen. Ist jetzt einfach hier. So. Ja, das ist jetzt natürlich jetzt ungünstig. Was ist das? Aber eigentlich haben wir ja hier... Hohe Prio. Kann ich hohe Prio? Infanterie? Ich hoffe, ich kann mich da wehren. Kann ich mal gucken, ihr wollt doch wohl keine Frau schlagen. Wenn ihr auf mich schießt? Aber definitiv. So wie muss sein bei der Gleichberechtigung. Okay, sind das praktisch jetzt Stile davon, oder wie? Boah, diese riesigen Scheiben sehen echt total Banane aus hier. Das ist 4 zu 2, das ist nicht so optimal. Angreifer. Okay. Ich sollte vielleicht in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen. Ich meine, im Prinzip sind wir jetzt mit Bauen erstmal beschäftigt. Es gibt doch gerade kein Warenverkehr oder sowas. Sind irgendwie komplett auf Null. Wie sieht's denn hier aus? Wieso geht das so schnell? Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Die Veronika. Das ist, also, hallo? Wir haben jetzt hier... Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten.
Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu... Also das ist, ja. Wie komme ich jetzt wieder an Leute? Wirtschaft, Gebäude. Ich meine, okay, die bomben mir jetzt alles hier platt. Gehen die denn wieder? Und vor allem, wieso baut das niemand? Okay, vielleicht hätte ich schon früher mal so ein paar so Türmchen bauen sollen, weil das ist ja echt krass. Das ist so, also, hallo? Ich meine, ich hatte hier eine... Also, ich hatte... Ja. Wir bauen das wieder auf. Während die da sind, einfach so. Wurscht, egal. Truppen von Isla Roja greifen ihr just unabhängig gewordenes Land an. Ein so lachhafter wie unerwünschter Konflikt. Beenden Sie ihn so schnell wie möglich. Der Ort hat ein zeitweiligen Waffenstillstand entwirkt. Ihre Feinde von Isla Roja werden sie mit aller Macht angreifen, sobald er endet. Ah, das heißt, wir kriegen irgendwie so eine... Okay. Verteidigung. Oh, okay, das ist ja nett. Breiten Sie auf die Invasion vor. Die Waffenstillstand für 8 Jahre. Okay. Okay. Das ist ja nett. Wir bauen das alles wieder auf. Was ist das hier? Und das darf ich nicht wieder aufbauen. Was Ihr hier? Neuer Stabschef General Penultimo sagt, dass es keine bessere Methode als die Beflaggung hoher Gebäude gibt, um die Moral der Verteidiger zu heben. 5 Wachtürme. Ja, ich habe ja auch noch... Also, ne? Ich meine, hier sind hier da. Also, sie werden nur nicht gebaut. Was war denn das? War das eine Rinderfarm oder sowas? Ich glaube, es war eine Rinderfarm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, es ist eine Farm. Die passt ja auch nicht mehr hin. Kann ich mal diesen Rubble hier wegräumen? Kann ich eigentlich irgendwie wegbaggern? So, dann muss ich das umgekehrt machen. Farm. Hey, das war doch eine Farm, die hier war. Verarsch mich doch nicht hier. Oder war das Holzfällerlager? Ja, das war Holzfällerlager. Okay. Aber pflanzt der auch an? Ich hoffe es mal. Guck mal. Das ist auch öffentlich irgendwie. Öffentlich hier. Können wir öffentlich anbauen. Also ich kann jetzt hier. Ich würde gerne so. Und dann hier. Ja, gucken, ob das reicht. Schleunig mal ein bisschen. Man geht irgendwie nicht so viel voran. Ja. Oder muss ich jetzt Holz importieren? Ach nee, hier wird zumindest schon mal War das voll? Ich dachte, das wäre voll fertig gewesen. Ach, Türme 0 von 5. Ah. 1 von 5. Nee, wo bauen wir noch welche? Ich meine, die sind ja ganz gerne hier vorne irgendwo. Es ist natürlich schön, dass wir hier ein bisschen die... Wir machen mal hier noch einen hin. Und... Da noch einen hin. Menge Kohle ausgegeben. Hab ich ein Perl. Boah, so ein Scheißwetter.
Habe ich einen Personalmangel? Nee, habe ich nicht, ne? Wollen Sie sterben? Ah, unser Matteo Lubekos. Schweizer Nummernkonto. Das Chef läuft ein bisschen durch die Straße, das ist natürlich nett. Mischt sich um das Volk. Ich muss nur ein bisschen ausbreiten. Das ist Rinder. Rinder statt Kinder. Aber wir könnten doch mal ein bisschen Mietkaserne. Gut, bauen wir. Vorher mal lesen, was er überhaupt macht. 12 Familien. Die Wohnqualität sinkt im Laufe der Zeit. Ja. Ich überlege noch, was ist das so? Das war das Käse, die Molkerei, genau. Okay, na gut, hat sich ja schon eigentlich im Prinzip schon irgendwie gelohnt. Wir haben jetzt hier, produziert nichts. Ja, weil ich kein Holzdingens hier habe. Wir sind jetzt zumindest am Arbeiten, hopefully. Ich mag diese Adriana nicht, Präsidente. Sie ist immer unfreundlich zu mir, beschimpft mich mit Wörtern wie dummer Affe und mag meine Pläne nicht. Selbst dann nicht, wenn sie funktionieren. Ich schlug beispielsweise vor, eine Fischereiflotte zu benutzen, um Minen vor unserer Küste zu legen. Aber sie lacht mich nur raus. Können wir das nicht machen, Präsident, bitte? Brauchen Sie 2 Fischereihäfen? Okay. Pamela Platz für... Was? Parkplatz? Was für eine... Was für ein Zeitalter bin ich hier? Parkplatz. ja. Ah, so rum. Wie schließe ich den an? Der passt da... Nee, passt da auch nicht mehr hin. Dann packe ich die hier hinten hin. Ja, hier am Strand ist Platz. Dann machen wir so. Zack. Und... Nee, so. Küstenstraße. Los. Achso, war Pause. Ich dachte, warum stehen die einfach so rum? Wachtürme 2 von 5. Ja, die anderen sind noch im Bau. 1, 2, die dritte. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Das ist schön, dass du ihre Psychologiebücher liest. Baukosten, auch nicht schlecht. Ach, immer ein bisschen hier schlaue Leute. Schlaue Leute ist auch immer gut. Habe ich noch nicht. Hä, wo habe ich denn? Ach, da ist schon einer gebaut. Stimmt, jetzt müssen nur noch die. Ja, genau, fehlt nur noch einer und das ist der da. Ja, ja. Okay, unser Geld steigt auch wieder kräftig. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und verhaften. Okay, verhaften wir mit ungeschult Ranger Corps. Mhm. Mhm. Spielbare Wanderbata. Ach komm, wir bauen jetzt mal. Ist es voll Kerker? Kann nicht so schlimm sein, oder? Irgendwo, da gibt es keinen Eingang, ne? Das ist wurscht. Wir können hier auch so hier drin. Ach, verdammt. So können wir dran klatschen. Dann kann die Straße nämlich weitergehen. Machen wir einen Kerker.
Umständen Leute einsperren. Verbesserung, moderne Waffen. Ah, sehr gut. Machen wir. Das Ding ist auch Arbeitsqualität, Highschool, Ausbildung, ne? Manager. Genau, wir nehmen einen Umweltschützer als Manager vom Militär vor. Ganz klar. Da haben wir schon alles gemacht. Ja, automatische Sekunden ist ja auch völlig Banane, oder? Ich meine, wir haben echt viel neues Zeug. So, kann dieses Holzfäller da, pflanzt der auch an. Wiederaufforstung. Ach so, doch, das Budget verdoppelt sich. Mal gucken. Mal gucken. Puff! Was sagen? Okay, dann forst du jetzt immer wieder auf. Vor uns liegt ein neues Zeitalter des Wissens. Jeder hat eins davon. Mitglieder der Königsfamilie, berühmte Politiker, bekannte Schauspieler. Wovon ich rede, sind Lieblingsprojekte. Ein neuer Trend der Superreichen und Mächtigen. Ja, sie sollen ein Mitglied ihrer Dynastie auf ein Lieblingsprojekt ansetzen. Das machen heutzutage alle. Natürlich wird diese Person sein oder ihren offiziellen Pflichten für ein paar Jahre nicht nachkommen können. Aber so wichtig sind die ja eh nicht. Ja, komm. Der ist auch nicht zugeordnet, dann kann der auch irgendwie irgendwas machen. Das passt. So. Forschung? Wie? Keine Leute. Wieso hat die Bibliothek keine Leute? Ich glaube, ich sollte wieder mal so ein paar Häuserchen bauen, oder? Haus ist immer gut. So, zack. Zack, sogar gleich zwei. Direkt in Palastnähe, das ist auch immer gut für den Mietspiegel. Also, das wertet ja auch gleich unser Objekt auf. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre. Wieso kann ich hier nicht... Oh, Tropico! So, das ist eine Anno-Straße. Hier, die Kurve ist zu scharf. Himmel, ich will aus dem Baumodus raus. Wohnen. Jetzt machen wir nochmal so einen Luxusvilla. Pam. Schön im Gemüse. Und ich glaube, dann brauchen wir leider noch ein bisschen Industrie. So, das ist Bananen, oder? Ja, das ist Bananen. So, das heißt, ich könnte eine Farm machen mit Baumwolle und dann könnte ich nämlich Stoffe herstellen. Machen wir das machen wir doch. Nee, eine Plantage. Kleine Nein, halt. Mann, das hat bestimmt jetzt einiges gekostet. Keine Plamage auf dieser Plantage. So. Klick. Wählen wir auch schon was aus. Ich kann doch gar nicht wählen, irgendwie. Das ist nicht Luxus wieder hier. Bananen. Nein, Saatgut ändern. Baumwolle. Zack. So. Dann ist es jetzt Baumwolle. Baumwollen. Ey, dieses rammelige Schaf. Gibt's die Marke eigentlich noch? Oh. Oh. Achso, vielleicht. Ne, ha. Industrie? So. Boah, wir investieren hier. Hier wird hier rangeklotzt hier. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ach so, halt zwei Fische helfen. Auch noch. Kann ich hier... Ach du Spielverderber.
ich denn jetzt hier hinsetzen? Tatsache. Na gut, setzen wir halt hier hin. Das machen wir so. Eine schöne, elegant geschwungene Straße. Ja, ach, jetzt ist immer das Gleiche. So. Wieso habe ich keine Ausbildung Universität? Ich kann nicht forschen, weil die... wieso wollen keine gebildeten Leute hierher kommen? Das verstehe ich gar nicht. Das ist doch schön hier. Bisschen Diktatur. Palmen, Bananen. Soll ich das anstellen? Okay, der hat mir dann nochmal extra... Oh, 13.000, ach du Scheiße. Und ich brauche vor allem noch hier einen verarbeitenden Betrieb. Ich muss ja auch noch die Textilfabrik bauen. Bis das jetzt alles anläuft. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Unser Mentor Lian Kane hat mich einigen zwielichtigen Typen vorgestellt, die auf Isla Rocha wohnen. Sie könnten uns helfen, wenn wir ihnen den richtigen Anreiz bieten, versteht sich. Ja, so. Alter Verwatter. Okay, sagen Sie 10.000. Aber das dauert noch ewig. Ich muss diese Textilfabrik doch bauen. Was ist der Unterschied zwischen annehmen und zwischen zahlen? Weil Aufgabe ist, zahlen Sie 10.000 der Staatskasse? Mit? Machen wir das einfach mal. Es wird doch schon gut gehen. Oh Gott. Ja, Kohle. Ich brauch Kohle. Sir, ich habe gute Neuigkeiten. Okay, die größte Errungenschaft ihres Familienmitglieds ist endlich fertig. Jahrelange harte Arbeit haben sich endlich ausgezahlt. Die Tropikaner warten sehnsüchtig auf die Enthüllung des Projekts, doch es gibt ein kleines Problem. Wir wissen nicht, was genau es wirklich sein soll. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Okay, es ist ein Weltuntergangsgerät. Achso, dann krieg ich das? Oder kostet es mich? Das krieg ich dann wahrscheinlich. Minus 10 Achsen möchte... Was haben... Doomsday Machine? Ich meine, Atomraketen-Launchpad oder was? Es ist ein Kanu. Drei neue Handelsrouten. Es ist der tropikanische Traum. Ah, ja. Ich würde sagen, es ist der tropikanische Traum. Ah. Apropos Handelsrouten. Jetzt, wo ich mir gerade das verbaut habe. 20 neue Bürger. Ich muss ein Häuschen bauen. Ist das 11 von 12? Alter, das ist immer gleich sofort voll. Häuschen. Das sind alleine schon für... Was machen die normalen Häuschen? Lass mich gucken. 4 Familien. Ah, das ist... Wow, das sind 8 von diesen 20 Bürgern. Ja, vielleicht sind es größere Familien. wo ist denn mein Dingensbüro? Transport. Nein, nicht Transport. Ich will Export. Auch nicht bauen. Ach, was war hier? Stimmt. Ach, es gibt keine aktiven Handelsrouten? Okay. Moment. Verkaufen Milch. Ach, shit. 60. Ananas. Das importieren? Ne, ich will nicht Ananas importieren. Baumwollen. Ja, die exportieren wir erstmal. Ah, da fehlt mir der Ruf. Cool, ich habe zwar die Handelsrouten, aber ich kann sie nicht antreten, weil der Ruf fehlt. Hier könnte ich was machen. Stahl! Oh Gott. Ja. Stahl. Toll.
bringt mir gar nichts, ne? Ja, die verkaufen? Ah, die kann ich auch verkaufen. Ja, dann mach das doch das hier. Schiff. Luxus haben wir nicht, Zigarren haben wir auch nicht. Ja, wir können eigentlich nur, ich will ja eigentlich exportieren, nicht importieren. Ich könnte theoretisch importieren günstig und dann das verarbeiten. Das könnte man theoretisch auch machen. Aber das habe ich jetzt auch nicht vor. Nee, okay. Lassen wir das mal so. Wir halten uns finanziell noch einigermaßen über Wasser. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das ist hier ein bisschen, stockt hier ein bisschen. Unsere Plantage. Ich meine, wir können noch ein paar Türme mehr bauen, ne? Die haben natürlich laufende Kosten. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Ich glaube, da baue ich lieber kurz vorher noch ein bisschen. Während die Waffen... Also im Moment machen die ja nur... kosten die ja nur. Also, das ist mir wurscht im Moment. Ein bisschen schneller. Ja, und sonst würde ich sagen, machen wir entweder mal eine Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten Folge zu Tropico Fun. Vielen Dank für die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Mach es sehr gut. Tschüss.